willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Wir haben kein Geld mehr. Beziehungsweise ich habe sogar 70.000 vom Jürgen geschenkt bekommen, beziehungsweise erstmal geliehen. Da muss ich mal gucken. Muss ich natürlich irgendwann wieder zurückzahlen. Aber jetzt machen wir erstmal die Rapsernte fürs Lohnunternehmen fertig. Und dann hoffe ich mal, dass wir da vorwärts kommen. So. Und der Jürgen wird natürlich hinten bei Parzelle 67 die Straße bauen. Die muss er auch erstmal vorstrecken, glaube ich. Weil im Moment verdiene ich noch kein Geld. Man muss mal kurz warten, bis ich den Raps hier verkaufen kann. Und dann sieht es wieder besser aus. Aber solange ist erstmal Ebbe. Habe ich eigentlich alles erledigt? Harry wollte nichts mehr. Hans Peter. Ja, eigentlich alles erledigt. So. Das ist gut, das ist gut. Ich hoffe mal, dass das Lohnunternehmen das Feld unten direkt spritzt. Dass die das machen können. Pflanzenschutzmittel hatten sie ja, das habe ich ja gesehen. Von dem her sollte das eigentlich kein Problem geben. Kann nur mal gucken. So. Sonst fehlt ihnen die Berechtigung. So, off-topic, oder off-RP. Ich habe mir eigentlich das Dreschen schwerer vorgestellt hier on board. Irgendwie funktioniert es ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht, ob ich die ganze Arbeitsbreite ausnutze, aber. Kommt der Müller jetzt rüber oder schaut's aus? Müller, fahr her! Müller! Ja, guten Tag. Hallo, fahren Sie gerade mal rüber. Dann können Sie übertanken. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade eine sinnlose Nachricht in den Chat geschrieben habe. Warte. Jetzt habe ich gesagt. Immer einfach anrufen, wenn was ist. So. Gut. Wie sieht's denn aus mit dem Feldspritzen? Ja, ich habe mich mit Herrn Neumann besprochen und wir haben ausgemacht, wir machen's. Okay. Und zwar Feld 67, ne? Genau. Gut.
Oh, dann ist ja gut. Nehmen Sie den Anhänger voll gleich mit oder wie machen wir das? Lassen erstmal noch hier stehen. Ja, das wäre gut wegen der Menge, dass wir das am Ende abrechnen. Genau. Gut, dann ciao. Ciao. So, gut. So, bin mal gespannt hier, wann die neue Straße eingeweiht wird. Ja, da musste Jürgen halt ordentlich ran klotzen. So, das Rohr können wir auch mal wieder einfangen. Finde ich ja richtig nett vom Lohnunternehmen, dass die hier gucken, ob ich abtanken muss. Das nimmt mir natürlich ein bisschen Zeitstress weg, weil dann muss ich nicht immer zum Anhänger gondeln, sondern die kommen einfach vorbei. Ich tanke ab und gut ist. Ich glaube, das waren jetzt knapp 5000 Liter. Lassen. Kann man korrigieren. Mal, dass der Jürgen einfach anfängt mit der Straße, wenn es soweit ist. Und dann ist gut. Da meine ich für eine Feuchtigkeit. Ich glaube 12%. Wäre optimal. Los bei mir. Keinen Auftrag mit Holz. Muss man den Sepp fragen. Ich frag den mal gerade. Hallo Sepp, bist du's? Ja, nee. Ah, servus. Ich wollte mal fragen, wie es mit deinem Wald steht. Ja, gut. Ich konnte aber trotzdem Hilfe brauchen. Ah, okay. Das hört sich gut an. Ich bin gerade dabei, eines meiner neuen Felder, die ich gekauft habe, abzuernten. Ja? Wenn ich damit fertig bin, dann würde ich zu dir hochkommen können. Ja, dann kannst du Harvest fahren. Ja, ja, das habe ich ja bei dir schon gemacht. Ja, okay. Dann hol ich einen zweiten, dann gehen wir zu zweiten. Passt. Oder ich fahr ab. Ich habe nämlich so einen China-Import. Ja, ich hab den auch schon, der ist ganz fisch. Ja, der ist super, gell? Okay. Ja. Ja, oder einer fährt ab und einer schneidet. Dann musst du nicht noch zusätzlich was kaufen. Nein, ich hätte nur gemietet, dass es mal fertig ist. Ja, aber... Ich melde mich dann nochmal, ich komme direkt hoch zu dir und dann können wir ja gucken, wie es aussieht. Okay, passt. Machen wir so. Gut, kann aber noch bis morgen dauern oder so. Ja, ja, passt schon. Gut, bis dann. Ciao. Bitte. Alles gut. Müssen wir uns halt die Aufträge selber an Land ziehen. Ja, wenn das so funktioniert, dann ist er auch gut. Guten Tag, Herr Rahuna. Ja. War es korrekt, dass ich mit Flüssigdünger Dünger spritzen muss? Nicht düngen, sondern Pflanzenschutz. Also ja, gut. Das war's schon. Also, Unkrautvernichtung, Herbizide, Pestizide. Ja. Okay. Okay. Was kostet das?
Weiß ich noch nicht genau, muss ich noch mit Herrn Neumann besprechen. Okay. Gut. Dann bis später. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Gut, das ist ja schon mal gut. Läuft alles. Bin mir nur nicht sicher, ob das Lohnunternehmen zahlungsfähig ist. Und vor allem, ob ich zahlungsfähig bin. Weil ich bin es ja im Moment auch nicht. Naja, schauen wir mal. Der Jürgen kann auch ein paar Tage auf sein Geld warten. Wichtig ist, dass wir selber Geld generieren erstmal. Und da hilft uns ja das LU. Müssen wir denn noch organisieren? Eigentlich nichts im Moment. Das Gute ist, dass wir null Kosten durch die Fahrzeuge haben. Wir haben keine Kosten durch die Fahrzeuge und wir haben aber auch keine Einnahmen durch die geleistete Arbeit. Außer eben der Verkauf der Ernte. Aber das reicht eigentlich. Das müsste schon gut Geld generieren. Hoffe ich doch. Wir haben jetzt so viel Geld investiert. Ich habe 170.000. Ne, warte. 170 hatte ich. Und dann noch 70.000 vom Jürgen. Also 240.000 habe ich investiert. Ich hoffe mal, dass mir das nicht das Genick bricht. Schauen wir mal. So. Oh, wir sind gleich durch. Das ist ja schön. Zehntausend für Raps oder so. Hallo? Hi, Volker. Servus. Ich war gerade runter und dann fange ich direkt an mit dem Weg, ne? Jupp, kannst du machen mit der Schule. Ich hab den jetzt vor alles gezogen. Ah, das ist super. Weil ich bin jetzt auch gleich schon durch mit der ersten Ernte hier. Das ging ja, ruckzuck. Der Sepp wollte eigentlich noch was von uns. Das macht der Knoll nachher oder so. Okay. Für die Tage. Weil ich habe ihm auch gesagt, wenn er nochmal hier, also ich, wenn ich hier fertig bin mit der Ernte, dann fahre ich mal hoch und helfe ihm ein bisschen noch das Holz wegzumachen. Ja. Ja, und dann fangen wir auch langsam bei uns mal oben an umzubauen, groß. Kommen die Hallen dahin. Ja, Insel. Stimmt, hast du ja gesagt. Da, wo du den letzt gemacht hast. Ja. Gut, dass die Arbeit nicht umsonst war dann. Ja, da haben der Knoll und ich schon gerade gut geplant. Okay. Mit den Hallen. Also, das wird nicht wenig und das wird vor allen Dingen groß, denke ich. Braucht er den Platz überhaupt? Ja, für das ganze Baumaterial und alles, weißt okay. du? Ja klar, dann schon. Wir müssen jetzt auch langsam viel Platz finden für unsere ganze Absperrung. Da kommt eine ganze Halle fast, geht da drauf, weil wir haben so viel Absperrung momentan. Hm. Das ist unnormal. Ja klar, dann ist notwendig. Gut, ich tanke jetzt gerade das zweite Mal ab. Ich habe glaube ich so um die 10.000 Raps hier geerntet. Hast du einen Anhänger da? Ja, das LU hat mir direkt einen hingestellt.
Und auch, wir sind direkt vorbeigekommen, haben abgetankt. Richtig nett von denen. Ich kipp hier gerade Kies ab. Ja. Jetzt muss ich gleich nur wieder das Equipment zurückbringen und dann ist schon mal erst sehr gut. Gehört dir das Feld? Ja, ja. Gibst du mir noch LU? Nee, wie geht denn das? Hast du nicht die Schlüssel? Oder das Recht? Ja, genau, das Recht brauche ich. Das habe ich nicht, oder? Och, nee. Weiß ich nicht, ob ich dir das normal hast, das Überfahrtsrecht. Aber kann ich dir auch gleich nochmal ausstellen. Wäre ganz gut, Ja. Weil sonst kann ich halt nicht machen. Ja, ja. Das trag mal ein. Weil sonst krieg ich vom Staat einen drüber. Tja. Oder von mir. Naja, zeige ich dich aus Versehen an. Aus Versehen, was soll das denn heißen, mir? Ja, so wie ich es gesagt habe. So. Bist du denn schon vor Ort? Ja, dann will ich natürlich nicht hoffen, dass du mich irgendwann anzeigst oder ich dich. So weit wollen wir dir nicht haben. Nö, eigentlich nicht. Ach nee. Ey, jetzt muss ich das Schneidwerk hier drauf pflanzen. Das ist ja was, was ich gar nicht mag. Ja. Das ist auch was, ey. So, warte mal. So. Hab ich. Boah, hat genau gereicht, ey. Hänger ist, glaube ich, komplett leer. Plan aufmachen. Kann sich nur um Stunden handeln hier. Leer. So. Gucken, ob das passt. Ich hoffe mal. Gut, Freunde, ich würde aber an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut gerne bei dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube vorbei. Und meine sollen auch gerne mal bei dir vorbeischauen, Varuna LP. Genau, und dann bis morgen. Tschüss. Ciao.